Hallo, wir brauchen heute ein Landschwein, ich muss das langsam mal sagen, ich will das keiner. Wir machen heute mal kurz einen Azubi-Zwischenvlog hier, und zwar Frontalarm denken. Jeder Azubi muss es lernen, Frontal abzuhängen, und ich zeige jetzt den beiden, wie es funktioniert. Ups. Und ihr kommt mit und schreibt nachher schöne schlaue Kommentare drunter, wie es noch besser geht. Also, als allererstes ist es wichtig, dass man die Frontaler oder die Schaufelspitze, es muss ein Gerät dran gebaut sein, in diesem Fall die Schaufel, setzt man auf die Spitze ab. Jonathan, deine Aufgabe. Die setzt man so ab, dass die vorne auf der Spitze steht und hinten ungefähr 10 cm hoch steht. Bitte machen. Perfekt! Vor allen Dingen hält Frontalabhänger auch jung, ne? Vor allen Dingen, man muss immer viel laufen. So. Jetzt dürft ihr die beiden Stützen runter machen. Dazu drückt man da oben rein. Einer auf die eine Seite, einer auf die andere Seite. Einfach sagen lassen, einfach sagen lassen. Wieder vorne runter. Na, genau, so runter. So. Jetzt ist gleich wichtig, dass wir das ins selbe Loch machen. 1, 2, 3. Bei dir auch? Ja, also das wird ja jetzt mit dem Loch kommen. Deswegen setzt jetzt der wieder rüberkommen. Da muss gleich derjenige drauf achten, der das macht. Du bist ein bisschen enger zusammen. Genau. Jetzt muss der vorne noch entwickelt werden. Das machen wir hiermit. Einfach den nach hinten ziehen. Entwickelt, ja, weit sein. So, und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ein Riegel, genau. So, jetzt haben wir den Riegel. Jetzt lassen wir gleich den Frontaler sacken, langsam. Dabei achten wir darauf, dass der wichtige Beinseite im gleichen Loch drin ist. Wenn er gesackt ist und richtig drin steht, dann lassen wir weiter sacken und fahren dabei ganz langsam vor. Das sehen wir, dann löst sich das hier ganz ein bisschen. Und wenn der ganz eingeklappt ist, der Stempel wieder hier, sprich der Vorderleib ganz unten, dann können wir die Schaufel ganz leicht einklappen. Dabei fahren wir auch wieder vor. Und dann sehen wir, wie wir da rausfällen. Wolltest du das versuchen, Jürgen? Einfach nach vorne drücken, dann geht er runter. Genau, aber langsam, mit Gefühl. Die Jungs sind immer etwas forscher als Mädels, aber meistens auch etwas gefühlfreier. Ja, sinken, aber sinken, genau, weiter, weiter. Ja, weiter, 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 gut. Jetzt musst du, genau, gut aufgepasst, wir auch mal eben. Perfekt, beide sind noch vier. Weiter sinken lassen. So, und jetzt fährst du ganz leicht vorne. Ja, gut. Ah, leicht. Und jetzt Schaufel einklappen. Weiter, einklappen, einklappen, einklappen. Einklappen, gut. Jetzt ein bisschen Ausgang wieder. Ich darf den Boden nicht verlassen. Ausgang. Jetzt fahren wir ganz bisschen vor, aber minimal. Mit deinem feinsten Gefühl, was du hast. Da siehst du, wer wieder rausfällt. So, jetzt Schaufel einklappen. Schaufel einklappen. Jetzt wieder, jetzt kommt er raus. Einklappen. Was? Ja, ja, ja. Du musst ein bisschen weiter vorfahren. Dann löst er sich. So, jetzt einklappen, einklappen, einklappen. Jetzt da raus. So, jetzt weiter, ganz, ganz einklappen die Schaufel, bis er ganz oben ist. Und dann wollen wir immer weiter vorfahren, auch langsam, mit Gefühl. Ja, du kannst den Schiebehebel. Der ganz rechts, ist ein oranger Schiebehebel. Im Joystick, den ziehst du da hinten.
damit er feinfühliger. Das ist halt für die Grobmotoriker. Fettgarnele fahren. So, jetzt klappt mal weiter ein, bis er ganz, ganz eingeklappt ist. Gut. So, und jetzt den Joystick ganz nach rechts hin und ganz nach vorne. Ganz. Genau, und ganz nach vorne in die Schwimmstellung rein. Nee, ganz halten. Jetzt sehen wir hier im Display. Mal ganz nach rechts hin. So. Wie sie jetzt in den Zeiten im Schwimmschirm drin. Es ist ganz wichtig, vor allem bei dem warmen Wetter. Ich sag's dir gleich, Nina. Dass das komplett ölfrei ist, das Ding. Weil sonst kriegst du nachher nicht mehr gekuppelt. Dann bleibt der Druck drauf. So, mitkommen. Wir müssen jetzt den Joystick ganz nach vorne machen und ganz zur Seite machen, in Schwimmstellung. Damit der ganze Druck runtergeht. Wenn wir das nicht machen, dann. Ist aber so viel Druck auf den Leitungen drauf, dass sie nicht mehr gekoppelt kriegen, wenn du Pech hast. Ganz schlimm ist es, wenn du morgens abwechselnd kalten und du lässt ein bisschen Druck drauf, dann bist du mittags nicht mehr dran, wenn es warm wird. Weiter geht's! Kommt nochmal her! Was ganz wichtig ist, ist wichtig darauf zu achten, auch, dass die in derselben Position sind. Weil wenn das nicht passiert, dann passiert das. Einer eurer Vorgänger, ich will auch keinen Namen nennen, der fährt ab und zu Mähdrescher bei mir. Dem ist das mal passiert. Da haben wir den Controller komplett schräg drin hängen und komplett verkeilt. Entschuldigung, du, der Mähdrescher fährt. Das war jetzt Zufall, die Nennung des Namens. Weiter geht's. Gut. Jetzt noch der Multikuppler runter. Ja, hier ist Imus und wir ziehen nicht. Rein und nach oben runter. Geht ziemlich schwer. Genau. So, und jetzt zum Reinhängen. Fertig. Jetzt die vorne die Rausfahrt hat dann. Und dann vorne die Gitter hängen. Warte mal vorne die raus. Das Vierkige da, genau. Das war jetzt, wo bist du denn da? Das war jetzt wieder ein Teil der Ausbildung. Vorderradabhängen ist eines der ersten Ausbildungsaufgaben hier bei uns auf dem Hof, weil der auf runtergenommen wird. Weil ich bin jemand, der persönlich sehr ungern mit Vorderrad fährt. Natürlich, wenn man braucht, ist es gut. Wenn man nicht braucht, ist es auch gut, wenn ich dabei ist. Meine persönliche Meinung. Doch, wir konnten was werden. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, unten runterschreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.